Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Bam. Bam. So. Ah, wir sind hier immer noch in der Proud Star, irgendeinem Riesenschiff der Autobots, das eigentlich die Zukunft der Cybertrons schützen sollte und jetzt irgendwie die Erde zerstört. Oh. Rieseninsekt. Aha. Bombshell. Na dann. Aua. Alter. Alter. Wo ist das Scheißviech? Aua. Bam. Bam. Da haben wir ihn vernichtet. Aber gnadenlos, ey. Oh Mann, wieder. So. Ist ein paar Heilungen drin? Ja, wunderbar. Ja. So mag ich das. So mag ich das. Überall diese scheiß Elektrosabber. Aua. Bam. Bam. So. Tang. Identify. Cybertronian Matrix Bearer designated Optimus Prime. Through the Matrix, we can foretell your future. You will defeat your great enemy, and the war you have waged will end soon. You will lead your people
so that they may face their darkest hour. But they will face it without you. You say the war will end, and my friends will be safe. That is all I could ever ask. Hop. 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 Also für so riesen Roboter, die mehrere Tonnen wiegen, sind sie echt gelenkig, muss man sagen. Erstmal looten. Loot, loot, loot. Ah, loot tut so gut. Loot, loot, loot. Und dann lesen wir. Ich glaube, das war's. Browser Logbuch, Eintrag 0000040918. Kranix. Wir sind auf einem Planeten gelandet, der kein Cyberforming nötig hatte, uns allerdings mit Vorräten versorgte, die wir dringend brauchten. Es war schockierend, einen Planeten zu sehen, der so sehr wie Cybertron war. Als ob der Primus selbst den Planeten geschaffen hätte. Es gab kein besonderes, nennenswertes Leben, doch irgendetwas musste dem Planeten seine Form verliehen haben. Wir nahmen uns die benötigten Vorräte und hatten die ganze Zeit über das Gefühl, dass uns irgendwer beobachtete. Es herrschte eine unterschwellige, schwer zu sagen, Aggressivität. Wir haben den Planeten vor 2 Zyklen verlassen und etwas hat sich seither verändert. Auf jeden Fall in Nova Prime. Sein Selbstvertrauen ist noch da, doch anders als zuvor. Er scheint mit jedem vergehenden Zyklus mehr von seinem Ego getrieben und nicht von der Rechtschaffenheit unserer Mission. Es geht ihm nur darum, dass er selbst Recht hat und seine Befehle ausgeführt werden. Ich fürchte mich vor dem Weg, der vor uns liegt, und ich vermisse meine Heimat in den Tagen Heiz auf Cybertron. Hä? Dort lebten wir ein einfaches und arbeitsames Leben, aber ein gutes. Wir haben seit Lethorn einen weiten Weg zurückgelegt. Damals waren wir von Rechtschaffenheit und Stolz erfüllt, als wir den Planetenkern veränderten und unbehandeltes Erz 13 einspeisten. Doch jetzt, in der Dunkelheit des Alls, unterliegen wir alle Zwängen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass wir sie haben würden. Na dann. So, doch da lang. Schon richtig, schon richtig. Hop, 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 hop. Nein! Hop, hop. Nein, nein. Oh Mann. Oh, ich verliere jedes Mal Leben. Hop, 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 hop. Hop, 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 tschüss. Yeah. Zack. 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 Oh Mann. Also ich glaube, diese Nova Prime, das war wahrscheinlich auch... so eine wie Optimus Prime, so ein Mega-Herrscher, weiß nicht was. Guys, we might have a problem. Na. The unpredictability of plasma energy, there's a chance that if we blow it up, it'll take half of Earth with it. Defined chance. My figure's unprecise, but at current calculations, roughly 92.787% chance it will detonate. Then we capture the plasma core. Ja gut, das wäre natürlich nicht so schön, wenn die Erde explodiert. Ja, auf jeden Fall, diese Nova Prime scheint wohl auch so ein Oberroboter gewesen zu sein. So ganz kenne ich mich in der Lore von Transformers jetzt nicht aus. Ja, und der ist wohl irgendwie langsam verrückt geworden. Proudstar Logbuch, Eintrag 00000070701. Jaxus. Unsere Reise währt noch länger. Die Suche nach Planeten, die unbewohnt sind und genug Basismaterial für das Cyberforming haben, ist lang und mühsam. Niemand von uns spricht darüber, aber wir spüren es alle. Je weiter wir
uns von Cybertron entfernen, desto düsterer werden unsere Gedanken. Die Crew ist sich nicht mehr wohlgesonnen. Ich weiß, dass sie hinter meiner Forschung her sind. Daher habe ich alle ausgesperrt, bis auf die, die ich für meine Experimente brauche. Wieso melden sie sich nicht freiwillig für meine Arbeit? Verstehen sie nicht, dass ihr Opfer ein Dienst für die Wissenschaft ist? Der Tatsache zum Trotz, dass meine Ausrüstung keinerlei Zeichen eines anderen Schiffes oder einer Lebensform hier entdecken kann, bin ich überzeugt, dass eine Art Wille sich unseren Sparks aufdrängt. Oder vielmehr ein Bewusstsein. Was auch immer es ist, wir sind in seinen Augen nicht mal Insektikons. Und ich fürchte, dass all unsere wertvolle Weltbesiedelungsarbeit zunichte gemacht wird, wenn wir dem nicht ein Ende setzen. Nova Prime ist der Einzige, der das, was wir tun, wirklich anerkennt. Cybertron muss überleben, alle anderen Gedanken sind irrelevant. Wir werden Erfolg haben, koste es, was es wolle. Dim, dim, dim. So, wenn hier schon so ein Punkt ist, dann wechseln wir doch einfach mal zum Bumblebee. Versuchen wir es mal mit dem Kleen. Thermalhammer, Doppelhitzeschwert, Schockgranatwerfer, Thermalstreuschuss, Kryohammer, Thermalhammer, Stahlhandschuhe, Blitzhammer, Doppelstahlschwert, Doppelhitzeschwert, Stahlschwert, Brandscharfschützengewehr, Doppelenergonschwert, Blitzstreuschuss. Da haben wir doch ein paar Sachen. So, dann gucken wir doch mal Waffen. Ausrüsten. Der Blitzhammer ist deutlich stärker. Und der neue Kryohammer auch. Sa. Bam bam. Nö. Nö. Oh yeah, Schockgranatwerfer. Okay. Das da. Angriffskram. Schockgranatwerfer. So, dann der hier. Nahkampf. Doppelhitzeschwert. Schwert bringt es nicht. Stahlschwert auch nicht. Doppelstahlschwert. Da. Ja, dann machen wir doch das hier. Doppelhitzeschwert. So, Doppelkryoschwert. Okay. Dann Scharfschützengewehr. Nö. Okay. Und das hier, Brandraketen, nö. Ready, watch, what are we waiting for? Dann Bumblebee, Stahlschwert, das Kampfschwert und dann schaut die da. Das Doppelhitzeschwert. So, und dann noch der hier. Nö.
Doppel-Energon-Schwert. Nö. So. Wir nehmen noch das auf jeden Fall mal mit. Und das. Ja, nimm das mit. So, halt. Synthese. Brandscharfschützengewehr synthetisieren mit einem Blitzstreuschuss. Ja. So. Nahkampf. Der Schraubenschlüssel mit dem Thermalhammer. Ja. Schraubenschlüssel mit noch einem Thermalhammer. Doppel-Energon-Schwert mit der Data-Bohrer. Ja. So. Schraubenschlüssel mit Stahlschwert. Ja. Doppel-Energon-Schwert mit Stahlhandschuhen. Ja. Schraubenschlüssel mit Thermalhammer. Ja. Doppel-Energon-Schwert mit Kryohammer. Kryohammer mit Stahlschwert. Beschleunigung erhöht. Schnellere Beschleunigung im Fahrzeugmodus. Waffenabwurf erhöht. Erhöhte Waffenabwurfhäufigkeit. Oh ja, das machen wir. Ja. Kryohammer mit Kryohammer. Ja. Kryohammer mit Doppelstahlschwert. Ja. Und Blitzhammer mit Doppelenergonschwert. Ja. Also den seine Schraubenschlüssel sind jetzt echt mächtig, den sind Dinger. Und das Doppel-Energon-Schwert. Hey. Ah, das da. Okay. So, dann legen wir jetzt mal los mit Bumblebee. Jetzt kaufen wir mal ein Labor. Kaufen. Objekte. Kaufen mal zwei davon. Das reicht fürs erste
Spielstart. Ja. So, aber ich glaube, bevor wir jetzt in die Action starten, machen wir hier einen kleinen Break. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.